Also es geht ja aus vielem von dem, was wir jetzt gesprochen haben, schon hervor, dass wir jetzt Selbstreflexion kein extra Appartement in unseren Gebäuden ist, sondern das ist so eine mitlaufende Sache. Und das, ich finde, wann immer, da haben wir, du bist ja auch sehr spezialisiert auf dieses Thema semantische Marker und so. Also man lernt im Lauf der Zeit, hat man einfach ein Gefühl für Stimmigkeit und Richtigkeit. Und wenn man merkt, das, was passiert oder was man selbst tut, stimmt damit nicht überein, geht man automatisch in Suchprozesse, was das ist. Wobei, ich bin jetzt zum Beispiel nicht so der Typ, der immer dann alle möglichen Leute fragt, wie sie auf mich reagieren, sondern ich beobachte das sehr fein, insbesondere wenn ich ein Unbehagen habe oder mich dabei schlecht fühle, möchte ich das erstmal gern für mich ein bisschen verarbeiten. Ich will gar nicht, dass da jeder gleich seinen Senf dazu gibt. Und in der Regel komme ich dann dabei auch zur Schlussfolgerung, also zu Einsichten. Die kann ich nicht immer gleich gut umsetzen, aber eigentlich kann ich in der Selbstbesinnung sehr viel und sehr gut lernen, und das geschieht einfach immer. Wenn, insbesondere natürlich, wenn eine Diskrepanz entsteht. Ja, ich glaube, das haben wir jetzt auch aus dem Gespräch schon, sicherlich hat sich das gezeigt. Ich kann mir gar nicht vorstellen, insofern ist das sowieso wie Atmen, Selbstreflexion, auch kritische, ist für mich eigentlich die Voraussetzung dafür, dass ich ein einigermaßen sinnvoll erlebtes Leben machen kann und auch so entsprechend arbeiten kann. Die kann natürlich unterschiedlich sein. Man kann sich auch selbst entwertend, massiv selbstkritisch, überfordernd oder sowas. Das kenne ich auch gut aus meinem Leben. Das hat sich nicht bewährt. Also da, glaube ich, bin ich in der Zwischenzeit, worüber ich Gott froh bin, in so einer eher selbstreflektierenden Haltung. Die erwarte ich aber auch von mir, wo ich im Grunde genommen fast alles, was ich mache, immer auch nochmal betrachte und überdenke, manchmal zeitgleich oder kurz hinter dran, so, um es nochmal abzugleichen mit so einer zweiten beobachtenden Ebene. Ich nenne das gerne, und das ist auch ein wichtiger Schritt in der ganzen Arbeit, in der Beratungsarbeit für mich, das Aufbauen von Metapositionen, so reflektierenden Metapositionen. Auch bei uns in der Klinik ist das ein richtiges, rituelles, institutionalisiertes Kommunikationselement. Praktisch jeder Prozess wird irgendwie wieder meta-reflektiert, in den Teams, mit den Leuten. Ich habe extra ganze Gruppen eingeführt, die nennen wir dann der Prozessreflexion, wo jede Woche die Therapeuten und die Klienten miteinander ihren Kooperationsprozess reflektieren. Durchaus auch mit kritischen Rückmeldungen der Klienten zu den Therapeuten, das ist gerade gedacht, damit es eine gemeinsame Lernchance wird. Und das ist für mich das Wichtigste überhaupt da, oder eines der wichtigsten Sachen in meinem Leben. Ich will überhaupt nicht ganz zufrieden mit mir sein. Das war noch nie ein Ziel für mich. Aber ich bin sehr zufrieden damit, dass ich nicht ganz zufrieden bin mit mir, indem ich immer so eine übergeordnete Position habe. Das heißt aber nicht, dass ich deswegen selbst zerfleischend sein will. Wie gesagt, das hat sich nicht bewährt. Aber hinterfragend. Könnte man es nicht noch anders sehen? Könnte man so und so und so? Und daraus entstehen oft ganz viele Ideen, neue Konzepte. Oder ich mache irgendeine Intervention, die lese ich irgendwo, da habe ich sie selber entwickelt und denke, oh, sau gut. Dann wende ich sie an mir an und reflektiere das gleich und merke, oh, da kommen aber Rückmeldungen, die hätte ich jetzt nicht erwartet. So wird es ständig weiterentwickelt und es geht überhaupt nicht ohne Selbstreflexion. Wenn ich ergriffen bin von mir selber, dann kriege ich ein Unbehagen. Ich glaube, Reflexion hat ja auch was über Nachdenken über sich zu tun. Und das hat jetzt noch sehr mit dem Denkstil und der eigenen Nachdenkkultur zu tun. Und da bin ich sehr eigen. Also wenn ich zum Beispiel an einen Punkt komme, wo ich merke, dass da war was irgendwie daneben gegangen oder nicht so richtig, dann nehme ich mir einen Moment, mir zu überlegen, was war es, und habe ich eine Idee, was richtig sein könnte, oder ich merke mir zumindest die Situation. Und dann greift bei mir aber dieser
Mechanismus, dass ich dann sage, und dann ist jetzt auch gut, wenn ich nicht mehr machen kann. Ich habe nicht das Bedürfnis, das zu analysieren und zu reflektieren und mit Leuten drüber zu reden. Und dann kann ich es auch wegschieben, sehr erfolgreich. Und dann arbeitet es in mir. Und meist dann morgens unter der Dusche habe ich plötzlich, bin ich mit dem Thema auf einem neuen Niveau angelangt und dann ist es aber auch schon fertig. Das macht mich aber als Reflexionspartner für manche Menschen in anderen Stil haben schwierig. Wir hatten mal der Klaus Jäger, der heute Personalchef ist, früher Lehrtrainer, auch bei uns war, der hat gesagt, mit dir ist Kooperieren schwierig. Entweder das interessiert dich noch nicht oder du bist schon fertig damit. Das stimmt. Manchmal denke ich, jetzt lass uns jetzt noch nicht drüber reden, das ist noch so weit weg oder wir wissen nicht genügend drüber. Oder das interessiert, stimmt, das interessiert mich eigentlich noch nicht. Ich nehme es kurz in den Blick, dann gebe ich es ins Unbewusste zur Bearbeitung, aber da sehe ich keinen Sinn drin, dazwischen rein zu quatschen. Und irgendwann reicht das was hoch und das ist aber dann auch schon fertig. Dann. Aber das ist natürlich für... Ja, weil insofern müsste man ja dann den Begriff der Selbstreflexion erweitern. Das fällt mir jetzt gerade auf, wo du sagst, das ist immer ähnlich. So, ich nenne das meine innere Forschungs- und Entwicklungsabteilung. Und dann die wird es weitergegeben und dann wird es aufs Fließband gelegt, wenn es fertig ist. Und wenn es noch nicht kommt, dann ist es anscheinend noch nicht fertig. Und danach grübeln und so hilft mir nicht. So in der Form. Aber dann ist das ist ja auch eine Form der Selbstreflexion, nur der intuitiven Selbstreflexion. Ja, genau. Und nicht so gut in die Kommunikation zu bringen, so in der Form. Ja, und jemand, der gerne redend reflektiert, ja. Das ist mit mir schwer. Aha. Wenn jemand redend gern mit mir reflektiert, der hat es mit mir schwer. Wie ich überhaupt, jetzt diese Situation lässt es natürlich nicht leicht erkennen, aber mir wird einfach oft viel zu viel geredet. Ich würde gerne oft viel weniger reden, weil ich denke, ich rede, also bin ich, oder eines der Plakate, das ich immer wieder zitiere, das bei Mary Ann Kübel, der Gründerin vom Odenwald-Institut, über ihrem Schreibtisch hing, after all what's said and done, it's much more said than done. Das ist gut. Und ich denke immer, okay, wenn du es willst, quatsch nicht dauernd, mach's. Und wenn du was gemacht hast, können wir gern drüber reden, wie es geworden ist, aber schon mal reden, was man, das hast du ja vorher auch gesagt, was vielleicht dann mal sein könnte und dieses als ob reflektieren und dieses zeranalysieren, ohne das an Handlung, an Probieren, an Synthetisieren anzubinden, das langweilt mich in der Regel, ehrlich gesagt. Ja, das ist ein anderer Weg halt für manche Leute. Das ist für mich immer auch so, muss ich mich richtig selbst reflektieren, daran erinnern. Es gibt halt anscheinend Leute, wie das ja irgendwie mal gesagt, der Gleis, glaube ich, sagte, die Gedanken entstehen beim Reden, die halt einen anderen Weg haben. Und das ist, das wieder abzustimmen mit innerem Ungeduld und so weiter, das ist auch eine Aufgabe, die kenne ich auch bei mir.